In Alles Wissen mit Thomas Ranft geht es gleich um gefährliche Bakterien im Krankenhaus. Thomas, ihr habt es untersucht. Wie schlimm ist das? Hallo Claudia. Ja, du sagst es, man ist regelrecht machtlos. Die Keime sind resistent gegen die bekannten Antibiotika und allein dadurch sterben jedes Jahr tausende Patienten. Wir sind der Frage nachgegangen, ob sich diese Erreger flächendeckend ausbreiten und was für Folgen das haben könnte. Herzlich willkommen bei Alles Wissen. Das Chaos ist heute unser Thema und chaotische Zustände findet man leider manchmal an Orten, wo man sie am wenigsten vermutet. Zum Beispiel die widerstandsfähigsten Krankheitserreger dort, wo wir eigentlich gesund werden wollen, in Krankenhäusern. Und das hat tödliche Folgen. Sie lauern überall im Krankenhaus und es gibt keine Waffe mehr gegen sie. Resistente Krankenhausbakterien. An Antibiotika haben sie sich längst gewöhnt. Mittlerweile gelten sie als die Geißel der modernen Medizin. Sie töten in deutschen Operationssälen jedes Jahr 50.000 Menschen. Die tödlichen Bakterien werden immer mehr. Wie kann das sein? Wo kommen sie her? Forscher haben längst einen Verdacht. Die Gefahr kommt aus dem Krankenhaus. Mit dem Abwasser gelangen die Bakterien in unsere Umwelt, als Bestandteil des normalen Wasserkreislaufs. Wie gefährlich ist die Kloake unterm Krankenhaus? Bundesweit werden Proben genommen. Wird hier eine folgenschwere Kettenreaktion ausgelöst? Können diese resistenten Bakterien harmlose Bakterien so verändern, dass auch sie resistent werden? Klaus Kümmerer, Professor am Institut für Umweltmedizin und Krankenhaushygiene in Freiburg, analysiert die Proben. Was, wenn die resistenten Bakterien aus dem Abwasser die Filter der Kläranlagen überwinden? Das Schreckensszenario wäre, dass solche resistenten Bakterien ins Trinkwasser gelangen und damit wieder zum Verbraucher, zum Patienten zurück. Die Folge wäre, wie wir das auch in anderen Zusammenhängen haben, wenn es um Resistenz geht, dass bestimmte Antibiotika, im Extremfall alle, die wir haben, nicht mehr wirken. Und Bakterien haben so viele Gelegenheiten, gegen Antibiotika resistent zu werden. Mit den Ausscheidungen der Patienten gelangen nicht nur sie, sondern auch die Wirkstoffe der Antibiotika ins Abwasser. Sie reichern sich in der Umwelt an, denn Kläranlagen können sie nicht abbauen. Die Folge? Die Bakterien gewöhnen sich an unterschiedlichste Antibiotika gleichzeitig. Was tun? Erste Strategie. Das Krankenhaus mit einer hochwirksamen Kläranlage ausstatten. So wie im nordrhein-westfälischen Waldbröl. Eine spezielle Membrankläranlage filtert hier nicht nur Bakterien, sondern sogar die Antibiotikarückstände aus dem Wasser. Erst dann wird es ins normale Abwasser geleitet. Können wir mit solchen Krankenhauskläranlagen die resistenten Bakterien besiegen? Können wir unser Abwasser von ihnen befreien? Professor Kümmerer und Kollegen machen den Test, nehmen Proben an Kläranlagen, in die überhaupt keine Abwässer aus Krankenhäusern eingeleitet werden. Sie finden auch hier resistente Bakterien und Wirkstoffe von Antibiotika und beides sogar in sehr großen Mengen. Wie kann das sein? Genauere Untersuchungen ergeben, Krankenhäuser sind gar nicht die schlimmsten Brutstätten für resistente Bakterien. Viel schlimmer sind Privathaushalte. 3/4 aller Antibiotikarückstände gelangen von ihnen aus ins Wasser. In jeder Kläranlage sind Antibiotika, entstehen resistente Bakterien. Diese Kläranlage in Ulm holt durch neue Filtertechnik auf Aktivkohlebasis Bakterien- und Antibiotikarückstände aus dem Abwasser. Das Verfahren funktioniert, doch es ist teuer. Für jede Kläranlage in Deutschland unbezahlbar. Zweite Strategie. Ein Forschungsprojekt untersucht, was wir gegen resistente Krankenhausbakterien tun können. Die Wissenschaftler fordern, wir alle müssen auf Antibiotika verzichten. Auch der Projektleiter weiß, dass dieser Vorschlag schnell an seine Grenzen stößt. Stellen Sie sich vor, eine schwerkranke
Frau vielleicht in einer Krebserkrankung, der kann man nicht zumuten, über Umweltaspekte ihrer Therapie nachzudenken. Das geht sicherlich nicht. Man muss nur gucken, in welchen Bereichen ist es zumutbar und ist es auch möglich, für jeden von uns einen Beitrag zu leisten. Sofern es eben einfach auch möglich ist, in bestimmten Situationen auf Medikamente auch zu verzichten. Im Schnitt konsumiert jeder Patient ein halbes Kilo Wirkstoffe pro Jahr. Dritte Strategie. An ihr arbeiten Professor Kümmerer und seine Kollegen in Freiburg. Sie wollen Medikamente biologisch abbaubar machen. Da gibt es dann Vorbilder bei den Waschmitteln. Da hat man Stoffe, die Umweltprobleme gemacht haben, chemisch verändert in ihrer Struktur. Und dann wurden sie in der Kläranlage auf einmal sehr gut von den Bakterien abgebaut. Und es gilt es, dieses Konzept auf Arzneimittelwirkstoff und andere Chemikalien zu übertragen. Dazu müssen die Forscher die Moleküle so umbauen, dass das Antibiotikum im menschlichen Körper wirksam bleibt, im Abwasser aber zerfällt. Wenn die Wirkstoffe abgebaut werden, dann können die Bakterien auch keine Resistenzen mehr bilden. 20 bis 30 Jahre wird es wohl noch dauern, bis alle Pharmafirmen auf abbaubare Medikamente umstellen. Hoffentlich ist es dann nicht schon zu spät. Ja, wollen wir hoffen, dass die Pharmaindustrie schneller ist als die Anpassung der Bakterien. Ansonsten haben wir in wenigen Jahren riesige Probleme.